Dann machen wir halt die Aufnahme an, wenn du die ganze Zeit die schon die ganze Zeit die Viecher tötest. Wo ist denn meine Terrarier-Szene? Ah, da. Hi. Oh, lol, das ist offen. Wundert mich, dass du nichts gesagt hast. Was soll ich denn sagen? Ja. Irgendwas. Ja, Dennis, ich bin da und zocke. Nur so. Die Pillar sind wieder da. Weil er nach Ende des letzten Parses einfach den Kultist umgebracht hat. Er ist gestorben, als er neben mir stand. Ich habe nichts getan. Reg mich nicht noch mehr auf. Ich will dir eigentlich schon einen in die Fresse schlagen dafür, aber... Naja. Es ist aber das letzte Mal, dass ich das Event mitmache. Wenn dir danach das Zeug nicht reicht, machst du es ruhig noch einmal selbst. Aber dann haben wir, glaube ich... Also ich, nach diesem... sollten wir genug Fragmente übrig haben, die wir nicht brauchen, um das Sigil oder wie das Ding heißt, zu basteln. Sword Items. Ach, das fehlt hier, die Ivo-Koi. braucht man die Fische noch für was anderes oder kann ich die alle da reinstecken? Woraus ich für nichts anderes, ich kann sie alle da reinstecken. So viele werden im Potion wie möglich. Na gut, da habe ich schon mal einen Stack Inferno Potions. Das ist gut. Aber ich habe ein Debuff, das ich nicht angreifen kann. Nee, ich sehe aber keinen Debuff. Oh, jetzt geht's wieder. Ach, ich hatte keinen mehr in der Hand von den Lightless. Was vielleicht auch mal ein guter Mod wäre, wäre, wenn man mehrere Kisten im Inventar gleichzeitig aufmachen kann oder sowas. Damit ich hier und hier reingucken kann und beides zum Crafting benutzen kann. Also was es ja bald gibt, ne, das bringt dir nichts. Nee. Was? Nö, fällt mir nichts ein, dass das schon kann, tut mir leid. Imo Piranha. Wir haben nur Crimson Tigerfische. Was brauche ich denn für den? Double Cod. Stardust ist vernichtet. Einfach so nebenbei. Was machst du nebenbei? Ja, du hast ihn einfach so nebenbei vernichtet! Boah, mein Gott, Mann. So, ja, klar. Ich dachte nicht, dass du dich darauf beziehst. Wie soll ich ihn sonst vernichten? Was soll ich sich sonst beziehen? Das war das, was davor gesagt wurde. Es gab nichts anderes zum Beziehen. Außer vielleicht ein Bett. Ach, das war das Problem, Wurmzähnchen. Der war gut. Du hast es heute mit den Scherzen. Ja, natürlich. Jetzt brauche ich ganz viel Eisenerz. Luna Portal. Ah ja, stimmt, ich habe hier einmal auf den Sword-Button gedrückt, seitdem ist die Kiste das reinste Chaos. Ah, scheiße. Nee, sortieren darfst du echt nicht. Zum Glück, wie es klingt, aber es ist. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man die Erze nicht nach Erz sortiert. Nach Erzwert oder so. Er hat sie einfach nach. Keine Ahnung, was ist das für eine Sortierung? Er fängt mit Luminid an. Was ist das für eine Sortierung? Oh, er scheint sie aber nach Erz zu sortieren, nur rückwärts. Ja, er sortiert sie eigentlich richtig. Er sortiert sie halt nur rückwärts. Und Obsidian kann anscheinend nicht als Erz einreihen und deswegen ist es ganz hinten. Aber eigentlich ist das nicht schlecht, das sortiert halt rückwärts, aber ansonsten...
Ist er dann im Wert der Sortierung? Hast du mir nicht zugehört? Ja, ich höre dich. Du bist nicht auf dem Lautsprecher, also kann ich dich hören, auch wenn ich unterwegs bin. Aha. Viecher sind im Haus, oh Mann. Wir brauchen im Endeffekt, potionmäßig gesehen, noch Crimson und Corruption Fische und Dschungelfische. Oh, okay. Das Dschungel ist ja vor der Haustür. Und ansonsten bräuchte ich für die Thorns Potion noch ein paar Würmzähnchen. Dschungel ist ja vor der Haustür. Reicht das so? Spawnen da schon die Fische für die Summoning Potion? Nicht, wenn er unterirdisch ist. Ich glaube, er ist unterirdisch. Ja, gut. Boah, das ist asozial. Da sind ein Dutzend Alien Queens in unserem Haus. Was machen die da drin? Keine Ahnung. Wohnen die da jetzt? Ich habe mich dort drin eingesperrt und dann fangen sie ja einfach an, bei einem zu spawnen. Lol, okay. Ich habe einen Screenshot gemacht, sieht krass aus. So. Oh, du bist gestorben. Oh, ich habe jetzt die Idee. Bleibt ruhig im Haus, Leute. Dann kommt mein Lunarport, es darf auch ins Haus. Warte. Du, das macht Magic Damage, das Ding. Oder etwa nicht? Weiß nicht, wovon du redest. Du solltest mir die Frage beantworten! Ich bin tot, ich kann nicht nachschauen. Aber ich dachte, wir leben nach dem Grundsatz, Summoning-Zeug darf man benutzen. Ich habe ja gerade gesagt, es macht Magic Damage! Magic Damage ist nicht Summoning Damage! Dennis? Da steht 55 Summon Damage. Okay, ich habe das Ding nicht als Turret wahrgenommen. Natürlich ist das ein Turret. Ich habe gedacht, das wäre quasi einfach ein Magie-Item halt. Verstehst du? Nein, das ist ein Turret. Es steht da, ich bin tot, es steht immer noch da. Es gibt zwei, die der Wunder drauf. Mit F, ah! Ich spawn und instant spawn Alien und ist neben mir. Wo ist denn das Haus? Links. Wo ist denn das Bett da drin? Links. Ich werde dich nicht da drin ein. Ah, da sind wieder welche. Ich schwebe einfach mal weg. Warte, oh, ich treffe nicht dahin. Oh, da war er. Eine Alien-Hornet ist auf jeden Fall nicht bei. Ah! Das Spiel ist schon saukrass. Wie meinst du? Der bringt hier gar nichts, aber ich häng trotzdem hier auf. Das ist einfach saukrass. Das Spiel ist einfach Terraria, weißt du? Wie in ein Terrarium. Ich glaube nicht, dass sich darauf das Spiel bezieht. Dennis, du stehst sogar im Wiki. Okay. Kein Kommentar. Im Wiki steht sicher nichts direkt vom Terrarium, außer dass der Name vielleicht so klingt, aber ich glaube nicht, dass darauf ein Bezug ist. Wer will in ein Terrarium? Da wäre eine riesige Glaskuppel um mich herum. Nee, keine Glaskuppel. Ja, du, aber ein Terrarium ist abgeschlossen. Die Welt ist zwar nicht unendlich, aber trotzdem zählt das nicht als abgeschlossen. Au! What the fuck? Da kommen Larven raus aus der. Wusste ich gar nicht, dass das da rauskommt.
Ach, ich spawn einfach so am Boden. Aber nein, anscheinend haben die auch eine Herkunft. WTF, die wohnen ja da drin. Okay, ich stehe nicht im Wiki. Soll ich nicht auf der Terraria sein? Immerhin das. Oh, Terraria 2 kommt nächstes Jahr raus. Okay, cool. Das wusste ich noch nicht. Wer sagt das denn? Wiki, kein Scherz, steht gar nichts. Terraria 2 kommt wahrscheinlich in 10 Jahren mal raus. Es wird so wie Trine 3. Absoluter Fail. Das will ich aber eigentlich nicht. Wer weiß, Otherworld war ja schon Fail. Das war kein Fail! Das haben die halt einfach nie veröffentlicht, aber vielmehr. Also mit dem Footage, den ich aus den Trailern gesehen habe, wäre das Spiel mir meiner Meinung nach schon gut genug gewesen, aber gut. Ja? Hast du mir zugehört? Du hast keine Frage gestellt, warum soll ich was sagen? Ja, aber ich dachte, du sagst irgendwas dazu. Nö, du hast keine Frage gestellt. Naja, ich hab deine Aussage gesagt, dass sie nicht stimmt und du willst nichts dagegen anwenden. Nö, weil du sagen kannst, was du willst. Und ich habe 80 Seiten aus diesem Terraria Otherworld is Cancelled Ding gelesen. Und, 80 Seiten? Hä? Das Raid war doch nicht 80 Seiten lang! Wenn die Entwickler sagen, es hat sich einfach nicht gut angefühlt, das zu spielen, und sie können es so nicht veröffentlichen, weil das wäre, würde sich anfühlen, wie als würden sie ihre Fans mit einem Messer in den Rücken stoßen, dann glaube ich denen, dass das Spiel nichts Gutes ist. Ich glaube, die haben ihre Qualitätsstandards einfach zu hoch gesetzt. Übrigens, du könntest den Pillar mal töten, der ist frei. Ja, ach so, dann sag mir das halt! Ich bin gerade erst hierher gelaufen. Du bist ja die ganze Zeit links gewesen. Ich kann ja aus der Entfernung nicht mit dir reden. Hä, natürlich kannst du das! Okay, ich habe alle. Gehen wir. Hä, jetzt hast du alle geklaut, ja gut. Was, geklaut? Nein. Ich nehme nur alles schnell mit, damit wir abhauen können. Okay, ich habe einen Alien-Lar-Banner und einen Alien-Condition-Banner. Stellen wir dann woanders hin. Nebula kommt als nächstes. Woher weißt du das? Weil der da rechts neben uns ist. Ach so, danach gehst du. Dennis, wo gehst du denn normalerweise? Links, rechts, geradeaus, du kommst hier nicht mehr raus. Na, eigentlich ist doch egal, womit wir anfangen. Ich hätte auch mal gerne das Schwein zu mitnehmen, aber es ist nie gedroppt. Oh, cool, Treffer. Geh da mal durch, ich hab was getroffen. Oh. Hä? Das war jetzt nicht so far away. Nee, aber dass ich diesen langen Strich sozusagen getroffen habe. Doch witzig. Nein. Mann, ich bin halb tot. Das fällt mir nicht. Ich hab ein besseres Portal gesetzt. Ich bin gleich wieder da. Hallo Leute! Ist er bislang eigentlich immer an der Stelle gespawnt? Der Nebula? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Nee, das letzte Mal war ich hier. Vortex. Nein! Das glaube ich jetzt nicht. Dann hast du das Banner einfach nur so dorthin gehangen, obwohl hier nie Vortex war. Ja, natürlich! Wenn ich mehr davon dabei habe, als ich brauche, dann hänge ich halt auch mal zum anderen Pillar, weil ich spawn ja, also das ist ja random, was das spawnt. Es folgt ja kein System. Dein Name eigentlich nicht, obwohl du da bist. Bist du aber nicht ins Team eingetreten. Ja, du hast vielleicht einmal geschrieben, in welchem Team, ja. Aber glaubst du, ich denke, wenn ich ins Spiel reinjoin, dann noch darüber nach. Und ich weiß gerade, erinnere mich gerade nicht, welche Farbe. Und ich kann das. Findest du auch, dass hier zu viel Sand im Weg ist? Inwieweit ist Sand in dem Weg? Ich hab ein neues Banner. Oh, scheiße, ich glaube, ich bin tot.
Ah, da ist eh schon Platz. Wir brauchen mehr Bannerplatz mit größerem Abstand. Und ich dachte, du hast hier ein Haus gebaut. Nein, habe ich nicht, wann denn? Ich dachte, das machst du. Ich dachte, du machst es. Du wolltest ja eins bauen, während der Pillar da steht. Und als er dann nicht mehr da stand, hattest du keine Lust mehr. Was eine sehr seltsame Logik ist. Warum seltsam? Ja, du, während der Pillar da ist, kannst du kein Haus bauen. Es geht einfach nicht. Nur weil du das sagst. Du, wenn du auch nur einmal während des Hausbauens stirbst, dann ist das kein richtiger Hausbau in meinen Augen. Hast du hier irgendwas abgebaut? Ach nee, hier ist mein Haus. Das ist kein Haus. Oh, fühle ich mich sicher hier. Die Dinger können doch Wände gehen. Nach explosiven AOE-Schaden. Das ist nicht so gut. Oh, und dieses Projektil da, das kann ich nicht mal. Nee, ja, das kannst du nicht töten. Oh mein Gott. Ne, ein Haus macht hier gar keinen Sinn bei Nebula. Naja, es geht ja auch nur darum, hier zu respawnen. Naja. Au. Was war eigentlich nochmal meine Fähigkeit? Ich glaube, Stealth. Oder 91 141, ja, es war Stealth. Keine Ahnung, wo. Ja, stimmt, ich kann mich jetzt sogar noch bewegen. Wo sind denn Spinnenwebende? Kiste mit Schrott. Gibt keine Spinnenweben. Ernsthaft? Warte, warte. Ich drücke jetzt einfach F4. Alte 4. Kopfweb. Oh, da! 999! Na, das reicht mir. In der Mülltruhe. Die Alleskiste habe ich ja voll vergessen. Ja, in der Alleskiste ist ziemlich alles drin. Also ich klaue mir immer deine goldenen Betten, wenn ich ein Bett brauche, aber gut. Warte, was? Ist ein Bett! Du Dreister! Ich wollte jetzt eins craften, ich habe nur vergessen, wie es geht. An dieser Holzwerkbank. Was für ein Material außer Silk brauchen? Ja, Holz! Oder halt das, woraus du es bauen willst. Woraus willst du es bauen? Weiß ich noch nicht. Ich schau mal im Wiki nach. Na, was es alles gibt, ist ein schönes Bett. Mein Nebula. Oh, jetzt ist nur das da, der Solar übrig. Was ist alles für. Na, Kaktus macht am meisten Sinn. Wo haben wir denn Kaktus? Kaktus. Was für Kaktus? Warte mal, kann ich Kaktus nicht schreiben oder haben wir wirklich keinen? Was für Kaktus? What the fuck? Für was brauchst du bitte schon Kaktus? Warte mal, ein Kaktusbett? Wie ist denn das Holz mit Kaktus? ETF. Was? Oh, Kaktus. Ja, hier. Oh, hier. Ja, hier. Kannst du nicht so weit von der Reichweite her, oder was? Nee, ist außer meines Bildschirms gewesen. Also. Dass wir Kaktus haben, wusste ich nicht. Natürlich. Die brauche ich für meine Dornstränke. Das sollte irgendwo da drin liegen. Schön aus, okay. So, dann kommt das Silk auch in die Alleskiste. Lass mal wieder Silk brauchen.
fehlt nur noch einer, soweit ich das sehe. Ja. Cool. Gut gemacht. Zwischen den Punkten, wo wir immer sterben, am besten. Ja, hier schaut's doch gut aus. Gut aus. Schönes Pearl Sand, Pearl Sand. Perlensand. Magst du aber Perlen? Naja, eigentlich überhaupt nicht. Ich mag schon Perlen, bitte. Keine Ahnung, gibt's sicher Leute, die Perlenketten mögen. Na, da gehöre ich schon mal nicht dazu. Aus dem Haus? Brauchen wir einen Eingang? Warte, Dennis, brauchen wir eine Eingangstür oder geht's auch ohne? Es muss ein Eingang da sein, sonst gilt es nicht als Haus. Achso. Ich hab die Tür vergessen. Aber nicht so schlimm. Dann bau halt eine. Ja, ich werde das veranlassen. Ist dein Inventar bereits Moonlord ready? Ja, wieso? Okay. Na, wir wollen ihn ja auch besiegen und nicht nur bekämpfen. Shit, habe ich jetzt ernsthaft genau eins? Zu wenig, wow. Aua! Können die mal aufhören, nämlich rinnen? Aua, aua! Der Ort hier ist scheiße für den Pillar. Dschungel. Dschungel. Ja, ich glaube, da stimme ich zu. Ich hätte ein Portal setzen sollen. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Was für ein Portal? Du weißt schon, dass sie verschwinden, wenn du stirbst. Ich habe mich heimlich teleportiert. Ich glaube, die verschwinden auch über eine gewisse Entfernung. Also man kann sie zumindest nicht endlos weit schießen. Aua! Oh, dieser verfickte Pillar, jetzt greift mich der Pillar auch noch an. Habe ich eigentlich keinen Hammer? Doch, doch, ist das. Was? Du hast einen Jackhammer, ja. Ja, genau deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Ihr blöd. Ah, ja, ich bin blöd. Warum wusstest du das? Weil du es immer bist. Du könntest ja das Ding Money Throw, könntest du doch eigentlich auch versuchen zu farmen. Ich meine, wir können mit Solar-Tablets im Endeffekt unendlich viele Solareclipsen beschwören. Was für ein Ding soll ich farmen? Ich verstehe gerade gar nicht, wovon du redest. Das Schwein. Bist du eigentlich bescheuert? Das ist nicht das richtige Event. Hey. Was, hey? Nix, hey.
Oh, du brauchst einen Blood Moon. Oh, das hat aber eine niedrige Chance. Eine 1 zu 2000 Chance. Willst du mich verarschen? Achso, ne, halt. Das ist dann die niedrigere Chance, wenn man sich versucht, wenn man die Gegner per Statue spawnt. Dann muss auch kein Blood Moon aktiv sein. Aber die Idee ist doch trotzdem nicht schlecht. Baust dir einfach eine Statue. Welche Gegner soll ich per Statue spawnen? Welche zählen denn als Blood Moon Gegner? Diese Triple hier. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass es eine Dribbler-Statue in dem Spiel gibt. Ja, es gibt sehr, sehr viele Statuen. Viel mehr, es gibt inzwischen auch Harpie, Hoglied, Medusa kannst du mit einer Statue rufen, Mimix auch, weil die Mimix tropfen kann. Aber alle anderen haben, Gras. Alle anderen haben nur ein 20. Könntest du mal hierher kommen und mir helfen? Was? Nein. Warum nicht? Ich habe gerade ein Haus gebaut. Ich bin jetzt voll fertig. Was gerade ein Haus gebaut? Wie viele Stunden baust du an einem Haus? Ich bin schon seit 100 Jahren fertig. Ja, warum bist du dann noch nicht hier? Keine Ahnung, ich warte darauf, dass du mir Banner gibst, die ich hier hin. Oh, warte, lass mich. Du kriegst keine Banner! Ich habe jetzt mal Banner abgerissen. Banner, die ich hier hingehen soll. Die kriegst du, wenn die Gegner sterben. Und wenn du keine mehr in deinem Inventar hast, dann bist du selber schuld. Also vier verschiedene hängen jetzt hier schon mal. Oh, das kann ich auch hinhängen. Oh, was hier alles liegt an Loot, weil das Stardust-Dragon mal eben Leute killt ohne Ende. Ich würde mal sagen, bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.